Herzlich willkommen auf der ITSA. Mein Name ist Andreas Fuchs. Ich arbeite für die Firma Drivelog im Produktmanagement und ich möchte gerne in den nächsten Minuten sprechen über das digitale Unternehmen, die digitale Transformation und welche Rolle Zero Trust insbesondere spielt für mehr effektive Sicherheit in Unternehmen. Hier haben wir eine Burg. Die Burg ist umgeben von einem Graben und große dicke Mauern. Und das ist eine sehr effektive Verteidigungsmaßnahme, um potenzielle Angreifer daran zu hindern, ins Innere der Burg zu kommen. Sollte es den Angreifern dennoch gelingen, ins Innere der Burg zu kommen, dann gibt es im Inneren der Burg keine effektive Verteidigungsmaßnahme mehr. Und vielleicht kann man dieses Bild auch auf ein Unternehmen übertragen. Ja, alle reden über Digitalisierung, digitale Transformation. Was bedeutet das? Digitalisierung ist im Prinzip die Schaffung neuer Wertschöpfungsketten und neuer Geschäftsmodelle. Und Firmen bedienen sich sehr gerne digitaler Technologien, um einen Mehrwert zu schaffen, um einen Wettbewerbsvorteil zu haben, um einfach Dinge zu tun, die vielleicht Mitbewerber oder andere Firmen nicht tun können. Und die digitale Transformation bezieht sich nicht nur auf das Unternehmen selber, sondern muss im Prinzip die gesamte Kette mitnehmen. Also angefangen von den Zulieferern über die Partner, dann natürlich auch die eigene Belegschaft, die muss auch die digitale Transformation durchlaufen, bis hin zu den Kunden, die ein ganz neues digitales Erlebnis haben möchten. Das heißt, die Grenzen zwischen physischen Assets und Cyber-Assets sind hier fließend. Vielleicht ganz kurz ein paar Beispiele. Uber ist das größte Taxiunternehmen der Welt, ohne wirklich eigene Fahrzeuge zu haben oder eigene Fahrer. Und was Uber im Kern bietet, ist eine digitale Plattform, wo Angebot und Nachfrage zusammenkommt. Jetzt könnte man natürlich Online-Taxi bestellen, der Rest wäre gleich, aber die sogenannte Customer Experience wäre nicht dieselbe. Oder Netflix hat sich entwickelt vom E-Business-Unternehmen zum digitalen Business. Ursprünglich war es sehr komfortabel, einfach DVDs online zu bestellen, die wurden nach Hause geschickt. Aber mit der Verbreitung des schnellen Internets war es jetzt möglich, Filme, Serien von überall und von jeder Zeit anzubieten. Und laut Forbes sprechen bis Ende 2020 mehr als 7 Milliarden Menschen und Unternehmen über digitale Medien miteinander und mit mehr als 30 Milliarden Dinge. Das heißt, da entsteht eine ganz neue Welt und Kunden sind auch oft bereit, mehr zu investieren, wenn sie ein einmaliges, neues digitales Erlebnis bekommen. Ja, schauen wir uns vielleicht die aktuelle Bedrohungslage an. Wir haben sie auch in der Vorrede schon gesehen. Heterogenität in der Gerätelandschaft ist der neue Status quo. Jeder von uns hat mindestens 2 Geräte und die müssen irgendwie gesichert gemanagt werden. Firmen beklagen häufig Fachkräftemangel, insbesondere in der Cybersecurity. Diese Aussage finde ich super, super spannend, weil letztlich ist jeder Angriff ein Insiderjob, ob mittelbar oder unmittelbar. Entweder von der eigenen Belegschaft, oftmals unwissentlich, oder Angreifer bedienen sich gestohlener Anmeldeinformationen. Ja, und die Dienste und die Benutzer, die greifen auf das Unternehmen virtuell von überall zu. Also wir sind nicht mehr länger nur in den geschützten Raum innerhalb des Unternehmens. Das heißt, ein Digital Business hat im Prinzip keinen Perimeter mehr. Also wenn Sie an die Burg denken. Und natürlich auch neue Bestimmungen erhöhen den Handlungsdruck für Unternehmen. Und letztlich geht es um die Datenverfügbarkeit, die Datenintegrität und natürlich auch um die Vertraulichkeit der Daten. Ja, die Angriffsvektoren, Schadsoftware nimmt kontinuierlich zu. Allein im Jahr 2018 hat man mehr als 800 Millionen unterschiedliche Schadsoftware gemessen, Tendenz steigen. Das Ausnutzen einer sogenannten Schwachstelle, die bis dato noch nicht bekannt ist, nennt man Zero-Day-Exploit. Und die häufigste Quelle für Schadsoftware, die ins Unternehmen eingeschleust wird, sind immer noch USB-Sticks und Wechseldatenträger. Und ich habe diese Zahl gelesen und dachte, wow, bis zu 45% werden auch tatsächlich angeschlossen, was natürlich fatale Folgen haben kann. Mehr als 90% aller erfolgreichen Angriffe gehen über Phishing-E-Mail. Und Social Engineering nutzt grundsätzlich den Faktor Mensch aus als Schwachstelle. Ja, und dann werden sicherlich Laptops an Flughäfen vergessen, sensible Daten werden gestohlen. Man kann sagen, dass die globale Ausgaben für Cybersecurity kumulativ im 5-Jahres-Zeitraum bis 2021 über 1 Billion Dollar übersteigen wird. Ja, der Faktor Mensch ist und bleibt eine Schwachstelle. Angriffe können von außen oder von innen sein. E-Mail ist nach wie vor der häufigste Angriffsvektor
Und Social Engineering nutzt eben Menschen als Schwachstelle aus und die eigene Belegschaft weiß manchmal gar nicht, wie wichtig sie sind für eine vollständige Sicherheitsstrategie im Unternehmen. Wir haben auf der einen Seite unser klassisches Firmennetz, unsere IT, wir haben aber auch kritische Infrastrukturen. Und Industrial Control Systems, das sind die Arbeitspferde unserer physischen Welt und ein integraler Bestandteil solcher physischen Infrastrukturen. Und Operational Technology meint im Prinzip Software- und Hardwarekomponenten zum Aufrechterhalten des Betriebs, zum Überwachen, also in der Schlüsselindustrie, Beispiel Öl, Gas, Wasser, Gesundheitssystem. Und früher waren diese kritischen Infrastrukturen geschützt, die waren innerhalb diesen Wänden, diesen Mauern. Aber mittlerweile haben Standardkomponenten Einzug erhalten, die Dinge kommunizieren übereinander. Sie sind mit dem Firmennetzwerk verbunden oder kommunizieren sogar übers Internet oder durch digitale Schnittstellen interagiert im Prinzip die gesamte Lieferkette mit dem Unternehmen in irgendeiner Weise digital. Das heißt, kritische Infrastrukturen sind ähnlichen Risiken ausgesetzt und die Folge eines Angriffs kann oft fatal sein bis zur Betriebsunterbrechung. Ganz interessant hier ist das Risikoparameter von der Versicherergruppe der Allianz. Das kommt jährlich raus, kann man sich runterladen. Und interessant, was ich hier finde, ist, dass Betriebsunterbrechungen als Folge von Cyber-Incidents mittlerweile dreimal so hoch wiegen als Betriebsunterbrechungen aufgrund Naturkatastrophen. Ja, kommen wir zum neuen Begriff Zero Trust. Er ist nicht wirklich neu, hat aber eine Renaissance erfahren durch den Analysten Forrester. Und Zero Trust beschreibt einen ganzheitlichen und vollständigen Schutz für mehr effektive Sicherheit in Unternehmen. Und die treibende Kraft hinter Zero Trust war die Notwendigkeit, weg von einem rein nur perimeterzentrierten Schutz, also von außen, mehr hin zu einem datenzentrierten und identitätszentrierten Schutz. Was natürlich auch besser zu einem digitalen Unternehmen passt, weil es ja nicht wirklich weiterhin die Schutzmauern um sich hat. Das heißt, der perimeterbasierte Ansatz können wir eigentlich das gescheiterte Vertrauensmodell nennen. Also warum soll ich mich einmal verifizieren als Benutzer, als Dienst oder als Gerät, um dann im Innern eines Unternehmens mich frei bewegen zu können? Warum gehe ich davon aus, dass alles im Unternehmen grundsätzlich vertrauenswürdig ist und alles draußen unsicher? Weil es gibt kein Innen und kein Außen mehr. Das heißt, dieser Ansatz ist gescheitert und das Zero Trust Model geht ein bisschen weiter. Rechts mein Picasso, wie ich immer sage. Die Maxime hier ist, niemals zu vertrauen, sondern immer verifizieren. Man kann sich das so vorstellen, dass das digitale Unternehmen logisch unterteilt wird in weitere Mikroperimeter. Warum soll ich, wenn ich mich in einem Abschnitt frei bewegen darf und volle Rechte habe, wieso soll ich mich woanders genauso bewegen können oder die gleichen Rechte haben? Weil es eben kein Innen und kein Außen mehr gibt. Und Zero Trust stellt einen Paradigmenwechsel dar, in dem es alle Geräte, alle Dienste, alle Nutzer gleich behandelt und ihnen grundsätzlich misstraut. Zero Trust kann man nochmal unterteilen in Zero Trust Networks, also die Möglichkeit, Netzwerke zu segmentieren, zu isolieren, zu überwachen. Zero Trust Devices, ich muss die Geräte, die ans Netzwerk gehen, grundsätzlich überwachen. Ich brauche ein Regelwerk dahinter. Ich muss auch die Devices, die ich an die Endpoints anschließe, kontrollieren können. Zero Trust Data, die Möglichkeit, Daten zu verschlüsseln, entweder im Ruhezustand oder auch Daten, die in Bewegung sind. Zero Trust People, jedem nur so viel Zugriff geben, wie er wirklich braucht, um produktiv seine Arbeit tun zu können. Und natürlich brauche ich die Möglichkeit, ständig zu sehen, was in meinem Netzwerk vor sich geht. Und ich brauche die Möglichkeit, Nachforschung zu betreiben, Analyse zu betreiben und Forensik. Ja, so eine Zero Trust Plattform hat den Anspruch, Cybersicherheit in die gesamte Infrastruktur zu bringen. Zunächst muss ich wissen, was in meinem Netzwerk draußen vor sich geht, ja? Weil ich kann nicht managen, was ich nicht kenne. Ich muss die Schwachstellen kennen, ich muss die aktuellen Sicherheitseinstellungen kennen. Dann kann ich Sicherheitskontrollen implementieren, Präventionsmaßnahmen, Datenverschlüsselung, Application Control mit Whitelisting, Device Control, ein Identity und Access Management, um Anmeldevorgänge zu kontrollieren, zu überwachen. Ich brauche die Möglichkeit, Anomalien in meinem Netzwerk zu erkennen und was auf meinen Endpoints vor sich geht, um dann in geeigneter Art und Weise darauf adäquat zu reagieren. Entweder schicken Rechner in Quarantäne, ich kill einen Prozess, ich isoliere das Netzwerk, ich schließe eine Schwachstelle, die ich gefunden habe,
oder ich erhöhe die Konfigurationseinstellungen. Und das Ganze gebe ich dann wieder in den kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Um besser geschützt zu sein in einem digitalen Business, was nicht mehr nur innerhalb den Schutzmauern weiterhin existiert, ist der Ansatz von Vertrauen ja, aber verifizieren gescheitert. Der Ansatz von Graben und Mauern ist gescheitert. Was ich brauche, ist ein Ansatz, wo ich davon ausgehen muss, dass ich immer und überall kompromittiert werden kann. Driflock möchte so ein Anbieter sein, einer ganzheitlichen Lösung. Wir bringen Zero Trust auf den Endpoint und mit Driflock und unserer Plattform vereinheitlichen wir die Elemente Data Protection, Endpoint Protection, Endpoint Detection and Response und Identity and Access Management. Ich bin jetzt durch das ganze Thema am Schweinsgalopp durchgegangen. Es ist nicht leicht, jetzt hier in einer Viertelstunde über alles zu sprechen, aber wenn Sie möchten, dann nutzen Sie doch die Chance. Wir sind gleich da hinten, Driflock, Stand 230. Würde mich freuen, wenn wir weiterhin über dieses Thema reden könnten. Und lade Sie herzlich ein. Ja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.